immer barfuß. Also wir sind eigentlich immer barfuß, weil ich bis jetzt auch, ich bin eher so der Typ, wenn ich weiß, mein Pony hat irgendwie Kilo oder so, dann reite ich sehr ungern. Ich meine, gut, angesichts ihrer Äußerungen von Schmerzen, ja, fühle ich nach, das ist immer unbedingt ein Schmerz, ne? Ja, dann war es einfach nur so, oh Gott. Sie hängen ein bisschen rechts, ne? Ja, Mandy. Sie oder das Pferd? Ja, sie. Also wenn sie in der Halle frei läuft und galoppiert, sieht das aus wie ein verkapptes Lama. Was springt. Hübsch. Das ist nicht ernst. Ich kann gar nicht anders, wenn sie galoppieren. Außer wenn sie nicht galoppieren. Sie ist tragend. Ansonsten kann ich das auch machen, Mandy, wenn du nichts siehst. Ich will doch nur auf der einen Seite liegen, aber ich soll ja hier runter traben. Ja, bitte. Ja, aber traben. Kira, komm! Noch nicht! Doch, du darfst nur traben. Sie ist etwas gefallen. Kira, komm! Ja, ja. Achtung! Aber die Namen sind die Firma rüber, ne?
Hallo. Hallo. Schulter ist. Schulter ist extrem fest, ne? Buggelenk her ist es echt. Ziemlich verknüpft. Ja, das ist auch so unser klassisches Problem. Also wir hatten auch schon ganz oft, dass Osteo da war. Dann lief sie kurz gut. Und zwei Tage später wieder wie Nüsse. Ja, vielleicht auch so. Ich hab dann gesagt, kein Reis. Hast du eine gute Reitweise? Bist du ein Besserreiter? Ich bin ein Besserreiter. Nur momentan habe ich halt den Westernsattel, den hat sie jetzt wieder abgegeben, weil der definitiv nicht passend war. Der drückte hier die Schnalle vom Gurt hier in die Seite rein und alles. Dementsprechend hat sie den erstmal abgegeben, weil sie gesagt hat, gut, wenn ich dann einen neuen Westernsattel kriege, dann einen auf Maß. 2000 Budget hat sie. Dann halt einen auf Maß und momentan darf sie vom Chef einen Maxflex-Sattel nehmen. Ja. Der passt relativ gut von dem Shire. Der passt wirklich recht gut und wir haben erstmal den Sattel draufgelegt. Unser Chef macht das auch selber mit dem Einfassen und so. Der macht das auch wirklich gut. Wir haben hier viele zufriedene Leute im Stall. Und dann haben wir den Sattel erstmal draufgetan. Ich habe gesagt, komm, wir lassen erstmal nur die Kira mit dem Sattel eine Runde gehen, weil sie kennt ja nur Western und nicht die normalen. Ne? Und nachdem sie gemerkt hat, oh, ich kann mich darunter bewegen, ging sie wirklich fleißig und auch mit viel Schwung und alles. Also sie lief freier unter diesem Sattel. Und dann hat sie sich draufgesetzt, weil sie so ein bisschen auf die Angstreiterin ist. Aufgrund von gewissen Dingen. Und sie hat dann auch auf einmal selber gemerkt, so, wow, mein Pony hat ja Schwung. Ich hatte auch nie eine Akupunktur, also das ist ja auch eine. Ich weiß, was ist Nadeln?
glaube, meine Rückenmuskulatur ist schon so verspannt, die Nadel zerspringt. Also Kira steht da gerade so, was passiert hier? Naja, die ist so ein bisschen, gerade ist ein bisschen hilflos. Gleich. Alles gut. Ja, cool. Hast du auf der anderen Seite atmen? Und ich muss tendenziell auch noch misten. Schritt gehen kann er doch alleine. Guck mal, hast du deine erste Akupunktur im Leben? Julia! Ja, ich weiß. Ist schon fertig? Geht besser als beim Tierarzt, ne? Da musst du mich wenigstens nicht beißen hier. 25. Wegen Futter und Tonnen. Ja, sie dachte mir nur, ja, denk dann an die 12,99. Und ich denke so, welche? Aber er erst zu mir sagte 12 noch was. Ja, für einen halben Buttersack, ja. Da sind hier, kommen jetzt die Fliesenstecken. Nein, das sind keine Fliesenstecken. Da hat sie. Ja. Das ist halt immer. Die Katrin am besten. Nein. War das mit dem Eigenlob? Ah, das ist so eine Regel, an die halte ich mich nicht so. Nein, die ist toll. Ich hätte mir auch ein Messer noch wieder mitnehmen. Das habe ich jetzt, ein langbeiniges. Sowas, was da kommt, aber das ist ein Vollblut. Nee, ein Vollblut nicht. Ich habe schon ein Warmblut. Auch wenn das so typisch nach Vollblut aussieht. Aber ich habe auch gar nicht klassenmäßig geguckt. Ich habe ein bisschen charaktermäßig da entschieden. Achso. Ah, ist das gut hier. Ja, na klar. Oder? Dann können wir auch jetzt kommen. Kann ich jetzt wieder dieser Punkt ist ganz schön, ne? Beugt ein bisschen Muskelkater vor. Ja. Und verbindet so ein bisschen die Rückenlinie, ne? Mhm. Ja, den Achshieb, den hat sie ja relativ stark ausgeprägt, wie ich finde. Ja, da liegt ein ganz toller Punkt drin. Wenn du mal viel gemacht hast, kannst du den auch mit dem Finger einfach passieren. Ja. Das ist quasi in der tiefsten Stelle, dann merkst du das so. Mhm. Und das Schöne ist jetzt, die beiden Nadeln verbinden jetzt quasi so die Rückenlinie miteinander. Ja. Und dadurch, dass wir endlich nur schön arbeiten, ist das, ja, ganz schön, ne? Ich hab da. Das ist so nice. Und es ist wieder ein Pferd, was gesagt hat, dich nehme ich als zweite Bezugsperson. So hier. Ja. Ja. Ja, sie ist da sehr eigen. Also man braucht definitiv eine sehr, man muss ruhig sein, man darf nicht unfair sein. Und das ist auch bei ihr so, ich muss dich mögen. Also, die ist da ganz. Hat die schnell Muskelkater oder geht das auch bei dir? Oh, das ist. Geht eigentlich. Also, eine schnell Muskelkater hat die eigentlich nicht. Sie ist, was das angeht, recht robust. Wo ich dann abreiche, was ich dachte. Ich hatte dann am nächsten Tag voll Muskelkater und der Pony lief und lief. Ohne Muskelkater, voll entspannt. Ja. Das ist viel Trubel, ne? Ich bin schon wieder zu viel. So, du hast auch, guck mal, ich weiß vielleicht gar nicht, ob so mein Zettel so von dir. Du bist ja auch ein Multigymnast, ne? Ja, immer noch nicht. Ja, ich habe unter der Hose einfach meine bekannte Schulhose, die ich heute anhatte, weil mir, ich dachte, okay, es wird so oder so richtig kalt. Letzte Mal. Manchmal entscheidet sie sich spontan, ihn dann doch mal eben da anzugeben. Ja, ist sie so? Dann schon mal.
Jetzt nicht bei mir, aber das ist das Problem. Andere Personen, das ist so ein bis zwei Mann Pferd. Also. Die einzige, die sie reitet, oder? Aha. Die einzige, die sie reitet? Ja. Oder? Also ich hatte auch schon versuchsweise, weil ich dachte, gut, die Schule fängt bald an, dass jemand sie noch bewegen kann zusätzlich, aber das war so eine Katastrophe, da dachte ich, nee. Kira, was machst du da? Da dachte ich so, gut, wenn ich das öfters mache, könnte es schief gehen und es könnte gebrochene Knochen geben. Und die Katrin, die kann gut reiten und die hatte ordentlich zu kämpfen. Ja. Und Kira hat gesagt, nein. Wie läuft sie übrigens so? Ja. Wie läuft sie so? Dann konnte ich auch dahin reiten, wo ich möchte und sogar schön in Anlehnung, aber nach einer halben Stunde. Also wie läuft sie so in der Halle hinterher, Katrin? Ja, für den Mond war das ja auch kein Problem, aber setz dich mal drauf. Sobald du dich draufsetzt, dann sagst du, so geil ist irgendwie auch. Wenn da wieder alles so einigermaßen. Ja. Wenn ich, Gute war, ich war noch in der Halle, wenn ich die Halle verlassen hätte, dann hätten die keine Zielpferde mehr gehalten. Hätten die sich aufs Gewiss gelegt, schön draufgebissen, da kannst du gar nichts mehr. Ne? Die ist so komplett da. Das reizt du das Ganze. Ja. Das ist nicht gut. Das ruhig locker. Ist okay. Ist bei der immer so. Oben. Ja. Zwickt es nämlich. Deswegen musst du mich aber nicht zwicken, Madame. Oh, sag doch, ne? Und du kommst nicht so schön in Kippen schon mal. Ja. Das ist genauso wie beim Tier. Jetzt zieh jetzt mit Blut ab, wen beißt du mich? Genau im gleichen Moment, wo die Spritze kam, sie so, eh. Wir können einfach zurückgehen, dann hast du gar nicht so, dass du so reinsteigen kann. Wenn keiner so mal steht. Das hat sie von ihr. Ey! Schaut so bitte. Ja. Da sind wir nämlich immer so Konzentration zu lassen, weil sie dann merkt, okay, das ist Zucker. Und dann legt sie sich immer ab. Schaut so beschrieben, Pferde. Die sind dann so auf Nahrungssuche. Dass sie dann so, dass die Brust oder die Anspannung versuchen wegzufressen. Oder zu beißen. Bei ihr reicht manchmal auch einfach nur beißen. Ja. So in dem Moment so, ach, das tut mir jetzt weh! Denkst du nur, es passiert so schnell, wo man dann erstmal so ist, was? Hallo? Wie bei Menschen, wenn du denen so einen Ball in der Hand gibst, so einen Drückball. So kleine Kinder. Das Ball. Ja. Nein. Aber Hauptsache, du packst immer hinter mir, oder? Ich hab doch gesagt, die mag dich. Das an. Ja, immer wenn irgendein Problem ist, kommt sie nach mir gedackelt. Ja, ich lasse ja gerade nicht, dann ist es doof. Also geht sie zu Person Nummer 2. Ja. Wenn die auch nichts macht, dann sitzt sie beleidigt in der Ecke und geht freiwillig auf die Stille treffen. Ne? So, so wie man das erzählt. Bitte die nicht behandeln, die Stille treffen. Das ist cool. Ist natürlich auch viel Trubel, ne? Ja, ja, das ist so. Aber im Gegensatz zu vorher, also wir haben das jetzt schon viel geübt, einfach nur irgendwo ruhig stehen. Das war vorher so in dem Maße nicht möglich. Und seitdem ich jetzt das Training ja wieder angefangen habe, läuft. Die ist ja sehr gelehrig. Nur halt so ein bisschen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dieses Pony ist ein bisschen zu schlau für mich. Nein, du musst nicht alles essen. Hinterher haben wir Probleme und können die Nadeln aus dem Zahn schalten. Ja. Kannst du alles essen, das weißt du, ne? Ich will es mal sehen. Ja, ich weiß, ich habe auch Hunger, aber... Das ist dann sehr hart, ne? Ja. Wenn man jetzt passt. Das ist das, ne? Was wir dann so... Das ist halt auch unser Problem. Wir bringen da jetzt mal Fett rein. Oh, Fett locker, das funktioniert? Ja. Zwei. Wir gehen vorwärts überhaupt irgendwie was machen und können hier mit Lockern rangehen. Müssen wir erstmal hier ein bisschen aufrollen. Ein bisschen an die Muskulatur. Ein bisschen rangehen, damit es sich ein bisschen lockert. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, wie unaufgewärmt da wieder gerade gebogen zu werden. Ich spreche das aus eigener Erfahrung. Ist dir alles egal? Vielleicht wissen wir, woher die Verspannung kommt?
Beziehungsweise warum du so spannend auch stehst? Also es ist eine Hüftbeteiligung mit dabei. Das ist nochmal Unterfuß, zumindest von der muskulären Ebene her. Das merkt man jetzt hier, ne? Das ganze ja. Es bewegt sich zwar, aber du siehst, wie langsam das alles ist. Vorne ist es schon anders, da kann ich nur ganz leicht. Ja, das sehen wir noch schon mal. Aber es ist, der Ausdruck in ihren Augen verändert sich gerade auch ein bisschen. Danke. Ich bin jetzt, es ist vielleicht erklärt das auf einige unserer Problematik. Wenn ihr Sattelhalt habt, dann. Ja. Wie ist das denn überhaupt? Wie ist das eigentlich, wenn du ohne Sattelhalt? Das hat ja jetzt noch eine sehr schöne Rückenlinie, wo man auch sich gut so draufsetzen könnte. Könnte, wenn man nicht Panik hat, da runterzufallen, auch wenn das Pony noch gar nichts macht. Ich habe momentan irgendwie das Gefühl, warum ich Angst habe. Ich habe weniger Angst, dass das Pony was macht. Ich habe auf einmal das Gefühl, ich habe keinen Halt mehr irgendwo. Es ist so ganz irre, wenn ich mich ohne alles draufsetze, weil wir haben jetzt eigentlich gesagt, also meine Tante meinte auch, also die ist Sattelverkäuferin, die ist halt von den Wechselsätteln an sich hält sie nicht. Sie hat mir auch erklärt, warum. Weil die Stege da irgendwie so sehr eng sind. Irgendwo, sie hat mir auch noch ein Wort dazu genannt, wo das jetzt genau da ist und ein, Wort und auch erklärt, warum das dann halt, weil das irgend so eine Stelle ist, die sehr, sehr eng bei denen ist. Ja. Dass sie zwar so an sich gut liegen, aber es gibt halt so eine Stelle, die sehr eng ist und gerade bei so spannigen Pferden ist sie halt nicht so gut. Und die hat mir halt nahegelegt, einen Langfellsattel, einfach einen gebrauchten zu holen. Ja, damit ich einfach mich dann so draufsetzen kann, weil momentan, weil ich ja so eine Schiffsbuchs geworden bin, warum auch immer, ist, dass ich halt einfach drauf sitze, mich dran gewöhnt habe, auch sie dann, weil er einfach ständig besser mit neuen Sattel gekauft, verkauft und neuen kaufen. Weil sie hat ja nun mal keine einfache Rückenlage. Also an den Flexsatteln, die passen sich zwar gut an, aber man darf halt nicht vergessen, zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Pferd mit einem Senkrücken hast, mit so einem richtig extremen Senkrücken, jetzt gerade wenn die Eltern werden, also Pains neigen sowieso sehr zum Senkrücken. Ja, ihre Mutter hat auch einen. Ja, es ist irgendwie, man sieht zumindest immer wieder, also zumindest erfahrungsgemäß haben die halt einfach Quarter komischerweise noch mal weniger, ja. Aber ich weiß nicht, Pains. Ich glaube, da wird zu viel auf Farbe verzichtet und zu wenig aufs Gebäude. Ja, weiß ich nicht. Also es ist halt ziemlich schwierig und kann natürlich auch sein, dass es oft halt so wirkt, auch wegen der starken Schulter und dieser extrem starken Hinterhand. Das Zwischenstück einfach auf dich schon mal gar nicht so da reinpasst, ne? Ja. Muskulär. Und ja, bei ihm passt es Gott sei Dank auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, wenn du dann beim Sattel draufpackst, dann passt dich halt der Senkung an. Aber du guckst ja immer nur senken, wenn du jetzt vielleicht einen Baum hättest. Dann würde ich sagen, das ist eine besondere Sache, dass es gleichmäßig verteilt auf eine größere Fläche. Und gerade auch also junge Pferde oder ältere Pferde, dann sagst du dann lieber ohne alles reiten. So, ne? Ja. Und so ein bisschen. Ich ein dickes Pad drauf, aber ich kann selber dann, ne? Es ist schöner, wenn die mit deinen Arschknochen so rumwuchsen. Ja. Oder wenn du die mal verrutschen, du tust wirklich mal eine Säule. Über ein Voltigur dran, ne? Gerade wenn ich hinten habe, ist es einfach schon schöner, wie wenn du dann umpassen solltest. Links Schulter ein. Das ist meistens leider echt. Die Messmittel, die sind jetzt klemmen ja immer auf der Schulter. Wenn die nicht passen. Also wenn die nicht passen, dann passen die halt voll. Wow, auch bei dem Sattel, den sie hatte. Ja, das Problem bei dem war aber, der hat nicht an der Schulter geklemmt. An der Schulter hat der noch gerade geschlossen. Das Problem war der Twist von dem Haus. Der hat hier reingerissen. Okay. Ja, und deshalb war der die Rigging vorne, hat die reingekommen. Ja. Also halt dieser Butterfleisch mit dem Butterfleisch, der passt gar nicht einfach. Ja. Also, du musst das abspeichern. So muss das sein. Das ist jetzt noch nicht, ne? Das war noch nie so. Weil seitdem ich die hab, war das auch nie so. Aber das soll. Das muss so. Das muss das unbedingt. Ich stehe zufrieden. Das muss unbedingt so. Ja. Ja. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen konntet, ging es in Teil 2 einmal um das Vortraben, also ums Vorlaufen, um zu gucken, wo jetzt was hängt oder um schon mal zu erkennen können, wie läuft das Tier, wie läuft die Kira. Es ging dann um die Akupunktur und um die Muskellösung des Ganzen, bevor überhaupt irgendwie was wieder eingerenkt werden konnte. In Teil 3, könnt ihr schon sehen, geht es dann ans Eingemachte, und zwar an das Einrenken von der Kira.
Also nicht verpassen und auch Teil 3 anschauen. Ich hoffe, euch hat Teil 2 gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!